Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Achtung, hier kommt ein sehr langes Interview, aber es lohnt sich und ich verspreche, jede Minute lohnt sich. Ich spreche heute mit Gülün Pelevan. Sie ist Influencerin, Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und es ist eine der schönsten Gespräche, die ich bis jetzt in meinem Leben überhaupt geführt habe. Selten so viel Gänsehautmomente gehabt. Deswegen bleib bis ganz zum Ende dran. Ich verspreche, es ist was dabei, was dich inspirieren wird. Und du bist hier richtig in dem Gespräch heute, wenn du selber vielleicht bei Instagram über deine Positionierung nachdenken möchtest, wenn du mehr Reichweite erzielen möchtest, wenn du deine Kommunikationsstrategie auf deinen Social-Media-Kanälen verbessern möchtest, eine Marke aufbauen und wenn du einfach für dich erfolgreich, sichtbar Neukunden gewinnen möchtest und wirklich durchstarten, vor allem auch, wenn du Frau bist und als Speakerin auf die großen deutschen Bühnen. Bleib dabei, Günnel ist eine unglaubliche Inspiration. Ich habe dieses Gespräch so abgefeiert und du darfst es von Herzen genießen. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback und jetzt genieß diese unglaublich tolle Frau. Liebe Günnel, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Herzlich willkommen im Podcast. Ich darf dich kurz vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, mit welcher zauberhaften Frau ich hier gerade im Gespräch sitze. Du bist Keynote-Speakerin, so haben wir uns auch kennengelernt oder ich dich auf der Bühne das erste Mal gesehen. Du bist Bestseller-Autorin und Influencerin mit einer Reichweite von knapp 23 Millionen Menschen. Hut ab! Als bekannte Moderatorin produzierst du selber zahlreiche TV-Formate, arbeitest seither auch mit namhaften Kunden und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Lifestyle. Und jetzt darfst du mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber du hast aus deiner Betroffenheit eine Berufung gemacht. Du hast dich aus einem Burnout erfolgreich zurück ins Leben gekämpft, bist heute glücklicher als je zuvor, das strahlst du auch auf jeden Fall aus und kannst mit diesem inneren Strahlen genau das auch in anderen Menschen inspirieren und mit deinen Keynotes bestärkst und ermutigst du Menschen, ihre Geschichte zu teilen, sich nicht dafür zu schämen und Hilfe anzunehmen, unter dem Motto: Erfolgreiche Menschen erzählen eine authentische Geschichte. Und ich finde das einfach großartig. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie hast du es geschafft, erfolgreich zu werden? Und wer bist du, wo kommst du her? Und wie kann deine Geschichte andere Frauen empowern, auch mehr an sich zu glauben? Es ist total schön, dass du da bist. Darf ich dir ein Kompliment machen an der Stelle? Ich habe dich das erste Mal gesehen, letztes Jahr in Halle auf dem Kongress. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du kamst auf die Bühne und hast gesagt, du hast deine Tochter mitgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, warum bringt so eine junge Frau ein kleines Kind mit auf den Kongress? Und dann sagtest du, glaube ich, deine Tochter ist 16 oder so? Nee, 22. 22. Und ich dachte so, ha, okay, da musste ihr Kind mit 10 oder mit 12 haben. Oh, danke. Also, danke für die Blumen. Danke. Das war meine. Und ich saß da und war so verwirrt. Also guckt gerne mal in das Video rein. Eine Granatenfrau-Optik. Da kann ich immer nur Schnappatmung kriegen, wenn ich dich selbst so sehe auf Bildern. Ich freue mich. Oh, Simone, danke schön. Das kann ja nur noch gut werden jetzt hier. Also geil. Du hast eine Tochter, die ist 22. Genau. Also, meine Geschichte fing an. Ich bin in Istanbul geboren, in der Türkei, kam mit 16, also 15,5 nach Deutschland, habe die deutsche Sprache hier gelernt. Ich kam ohne Mutter und Vater aus der Türkei zu meinem Oma, habe sehr früh geheiratet und habe dann auch meine Kleine bekommen. Sehr früh, mit 20, hatte ich schon meine Tochter. Und habe mich dann ganz schnell wieder getrennt und bin dann eigene Wege gegangen mit meiner Tochter. Damals war sie ein Jahr alt, als ich mich getrennt hatte. Ja, ich war super erfolgreich im türkischen Fernsehen, hatte sehr lange eine eigene Sendung und knapp vor sechs Jahren jetzt mittlerweile, hatte ich meinen Burnout. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte gar nicht mehr rausgehen. Also ich hatte so richtige Paranoias, Ängste entwickelt. Ich wollte gar nicht aus dem Haus gehen. Also ich vertraute niemanden mehr. Es war wirklich ganz, ganz schlimm gewesen in der Zeit. Habe wirklich am Stück 3 Jahre geschlafen. Wenn ich dir das sage, so 3 Jahre geschlafen, dann meine ich das auch so. Ich habe wirklich
Vorhänge zugemacht und geschlafen. Und wenn du nicht arbeitest, wenn du nichts machst, dann kommst du mehr zur Ruhe und hörst auf deinen Geist und auf deinen Körper. Und natürlich entwickelst du in der Zeit auch noch Ängste und alles Mögliche. Bei mir kam alles auf einmal. Aber ich hatte eins gelernt in meiner oberflächlichen Welt. Ich hatte viele Masken an. Ich habe mich auch zurückgezogen, weil ich meine Schwächen, weil ich meine Situation nicht erzählen wollte. Da habe ich mich ja natürlich abgekapselt. Ich hatte niemanden mehr, mit dem ich reden konnte. Ich hatte keine Freunde, ich hatte keine Familie, gar nichts. Ich war ganz alleine mit meiner Tochter. Teilweise habe ich, wenn meine Tochter nicht da war, gar nicht geredet. Ich habe 3 Jahre, glaube ich, nicht so viel geredet. Also ich war wie ein Stumm, nur mit meiner Tochter geredet, weil ich mich ja zurückgeholt hatte. Ja, eines Tages, die Geschichte kennst du ja, du warst in der Halle und kam meine Tochter ganze Nacht der Schule nach Hause. Das war eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt reicht es. Sie hat 250 Euro gebraucht für ihre Reise mit der Klasse zusammen und ich konnte ihr das nicht geben. Und da habe ich gedacht, okay, das kann nicht sein, dass das Leben einfach so ist. Ja? Du hast ein Kind, du hast Verantwortung zu tragen. Komm jetzt aus dieser Opferrolle raus. Ich war am Jammern. Ich war, ja, warum mich? Weißt du, so 15 Jahre super erfolgreich, Rampenlicht, alles drum und dran, was du dir vorstellen kannst. Ein Fernsehmensch, auch viel Geld verdient. Und auf einmal war ich in der Opferrolle und ich konnte mich da nicht rausholen. Ich bin immer tiefer, noch tiefer gesunken. Ja, und ich bin so dankbar, dass ich meine Kleine hatte. Und die hat mich wirklich, sage ich mal, wachgerüttelt in dem Moment, wo ich dann wirklich mit weinend zusammengebrochen bin, wo ich dann gesagt habe, jetzt reicht es. Ja, in dem Moment bin ich wirklich aufgestanden, habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass du deiner Tochter noch nicht mal eine Reise schenken kannst. Ja, ab dem Moment bin ich aufgestanden, habe ich mehrere Versuchungen gestartet. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe ein, zwei Jobs gehabt und kennst du das, aus Not heraus zu arbeiten, um Geld zu verdienen und diese Energie zu haben, das fühlen die Menschen. Also die Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, die haben mit mir nicht gearbeitet. Ich so, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas stimmt mit meiner Ausstrahlung nicht. Ja, habe mich dann zusammengerafft. Ich habe gesagt, okay, als erstes musst du dich kleiner machen. Also kleinere Wohnung, mit dem, was du hast, einfach zurechtkommen. Nicht irgendwie, du brauchst keinen Luxus und so weiter und so fort. Habe mich verkleinert und dann angefangen an mir, an meiner Person zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, weil ich musste mich irgendwie glücklich fühlen. Viele Frauen suchen das Glück von außen. Das machen wir automatisch irgendwie, wenn uns ein Mann Liebe schenkt, dann fühlen wir uns gut oder wenn wir Komplimente bekommen von außen, es macht uns glücklich, aber ich bedarf es heute nicht, dass man mir sagt, du siehst toll aus, ich nehme es an, es freut mich, aber das Ganze muss einfach von innen herauskommen und von daher, ich hatte vergessen, glücklich zu sein, ich hatte vergessen, was das heißt, glücklich zu sein und das Ganze musste ich mir antrainieren. Ich habe angefangen, Sport zu machen, jeden Tag bin ich um 5 Uhr aufgestanden, losgerannt draußen, auch wenn es geregnet hat, geschneit hat. Ich habe gesagt, okay, Disziplin, ich muss jetzt wie ein Kind lernen, wieder mich zurück ins Leben zu holen und wieder einfach zurück ins Geschäftsleben zu holen. Ja, also das Sport hat mich dann immer wieder glücklich gemacht. Als ich zu Hause war, habe ich gesagt, wie toll fühlt sich das an, dieses Glücklichsein. Sport bedeutet mir deshalb sehr, sehr viel. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich so viel Sport machen kann, dann muss ich mir Ziele setzen. Ich wollte einfach ein bisschen Muskel haben, ich wollte meinen Körper formen. Das, was ich auch gemacht habe, das hat mir Disziplin beigebracht. Weil wenn du deinen Körper formen willst, dann musst du halt mit deinem Essen aufpassen. Ich habe Ernährung umgestellt, viel bewusster mich ernährt. Durch das Ernährungsumstellung habe ich natürlich auch Rezepte entwickelt für mich, weil ohne Mehl, ohne Zucker und so weiter. Das Leben hat angefangen, für mich Spaß zu machen. Ich hatte wieder Spaß daran, zu backen, zu kochen, Sport zu machen. Ich habe mich wieder fit gefühlt. Es war echt wirklich tolle Erlebnisse, die ich mir eingeeignet habe, was eigentlich schon kein Experiment ist, die gar nicht existiert. Es sind Sachen, die ich als für mich als Tool mitgenommen habe, um mich wieder gut zu fühlen. Ja, und danach habe ich eine Anfrage erhalten über eine Charity-Moderation. Das war ein tolles Erlebnis. Ich sollte Salsa tanzen lernen, um Spenden zu sammeln
habe ich auch gemacht. Es war unbezahlt, aber dann sagte mein Tanzlehrer zu mir, ich könnte ein Jahr lang umsonst tanzen. Ich habe das dann auch angenommen. Durch das Tanzen habe ich gelernt, loszulassen und in Menschen zu vertrauen. Wie habe ich das gemacht? Wenn ich das so sage, sagen die, oh Gott, das Tanzen, echt, ist das so? Ja, tatsächlich, weil ein Tanzpartner kam dann zu mir und sagte, Gönnel, bist du Single oder alleinstehende Mutter? Ich so, der kennt mich gar nicht, woher weiß er dann alles? Ja? Simone, wirklich, ich muss dir vorstellen, ich so, der Mann kannte mich überhaupt nicht, habe ich zum ersten Mal gesehen. Und ich habe gesagt, wie kommst du darauf? Sagt er, deine Arme sind so steif wie von einer Frau, die sehr viel Verantwortung trägt und nicht gelernt hat, loszulassen. Ist so, okay, mein Stand-up-Call, also das heißt, meine Körpersprache hat viel für mich geredet. Ja, und seitdem habe ich angefangen, auch mich loszulassen und den Menschen zu vertrauen. Und das hat sich so langsam aufgebaut durch das Tanzen. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich diese Menschen kennengelernt habe, die mir auch bei meiner Entwicklung was beigetragen haben. Ja, und dann, nachdem ich dann mich so gut gefühlt habe, dachte ich, oh Gott, okay, ich fühle mich so gut, ich habe mich aus dieser Scheißsituation, es war ein Elend gewesen, ja, wenn ich sage, wirklich, es war ein Elend gewesen, wenn du Depressionen hast und so, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Da habe ich gesagt, okay, ich habe mich jetzt aufgerafft, mir geht es sehr gut und ich möchte eigentlich andere Menschen auch motivieren, wie machst du das, ja. Und das Ganze, was ich gemacht habe, ich habe nicht nur mich damit gerettet, sondern auch wollte einfach Vorbild sein für die anderen, habe das beim Instagram platziert. Also ich habe das nicht bewusst gemacht. Ich habe das einfach, weil ich so viel Zeit hatte und mich auch mit mir beschäftigt habe, habe das einfach gepostet, ohne nachzudenken. Es wurde angenommen und es kam dann immer wieder so ein Dialog. Die haben mir immer Fragen gestellt, wie machst du das, was ist das für ein Rezept, kannst du es das geben und so weiter. So hat sich dann ein Community aufgebaut. Mhm. Und dann wollte ich unbedingt wieder auf die Bühne gehen. Dann sagt eine Freundin zu mir, wie wäre es mit Speaking? Das wäre was für dich. Ich hatte bis dato gar nicht davon gehört. Was ist denn Speaking? Ja, ich rede schon auf der Bühne, aber was ist Speaking? Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Sie sagte dann, der Tobias Beck, der passt genau zu dir. Der hat genau die gleiche Energie wie du. Mhm. Du könntest das von ihm lernen. Ja, ich habe mich dann ein bisschen recherchiert über ihn. Und dann war ich bei einem Seminar bei ihm und bis dahin dachte ich, ja, mir geht's gut, es ist alles toll. Und da bin ich beim ersten Masterclass of Personality, da bin ich zusammengebrochen, weil meine Probleme viel, viel tiefgründiger waren. Und das war die halbe Miete, was ich bisher gemacht hatte. Und ich habe damals die Bewusstsein bekommen, ja gut, irgendwas stimmt nicht und jetzt müssen wir an die tiefere Probleme rangehen und einfach mal mit deiner Persönlichkeit nochmal stark daran arbeiten und das Ganze auch positiv beeinflussen. Ja, und dann buchte ich mir Public Speaking University 2,5 Tage wieder beim Tobias Beck und da habe ich meine seelische Maske fallen lassen. Und nachdem ich meine Maske fallen lassen habe, bei diesem Seminar waren es genau 65 Teilnehmer und diese Teilnehmer sind aufgestanden und haben mich gefeiert für meinen Mut und die haben mich umarmt, weil ich mein Herz geöffnet habe. Ich habe dann gesagt in dem Moment, okay, wenn Menschen mich feiern für meinen Mut, wenn Menschen mich lieben, weil ich mein Herz öffne, warum soll das nicht beim Instagram funktionieren? Und ich habe angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Da habe ich meinen Durchbruch erlebt. Also ich kriege gerade ein bisschen Pipi in die Augen. Ja. Wie lang ist das her, dass du die PSU gemacht hast? Das ist genau ein Jahr her. Also seit einem Jahr ist das jetzt. Hast du das auch gemacht? Ich habe die Ende Februar gemacht und an dieser Stelle Call out, ich bin jemand, der sagt Support, also ich supporte Tobias Beck, ich supporte andere, weißt du, so ein bisschen Querwerbung. Genau. Ich hatte keine Vorstellung davon, was ist und ich war an so einem ähnlichen Punkt, wo ich merke, es muss was passieren und ich war total verschlossen von meinem Herz und ich bin auch so ein bisschen mit ganz viel Ego da reingegangen, so ach, du kennst dich schon voll aus und so 1000 Seminare gemacht, was sollen die dir jetzt zeigen? Genau. So, ich bin ja eh schon so cool und wirklich, einmal Ego gebrochen und genau das, ich habe mich einfach mal getraut, mein Herz zu öffnen und Leute, wir waren 70 Leute zuzulassen, dass ich ihre Energie wahrnehme und dass 70 Leute mich mal supporten, dass ich das einfach annehme. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und das ist einfach
Das fehlt in Deutschland, dass wir uns öffnen. Und ich glaube, das machst du und deswegen bist du so authentisch auf der Bühne. Deswegen sind die Großen, das war mein Learning zu sehen, die sind einfach, die öffnen ihr Herz und die lassen zu, dass sie verletzlich sind. Und das sieht man bei dir und das hat mich, berührt mich total, wunderschön. Seitdem geht es wahrscheinlich raketenmäßig bei dir ab, oder? Ja, also ganz genau, das ist Erfolgsformel. Also viele fragen mich, wie schnell ist das so passiert, das Ganze? Ich meine, es ist ja nicht so schnell passiert. 20 Jahre Erfahrung, Berufserfahrung ist natürlich auch noch da. Ich habe meinen Samen, das sagt ja der Tobi, meinen Samen habe ich schon von vor 20 Jahren gelegt. Das ernte ich heute etwas schneller, klar. Aber Erfolg liegt bei der Umsetzung, Simone. Also viele, ich beobachte immer wieder Menschen, die gehen wirklich in sehr, sehr vielen Seminaren. Finde ich super gut, weil wir müssen uns immer weiterentwickeln, immer wieder, wenn uns an uns irgendwas fehlt, wir müssen die Informationen holen. Ich habe wirklich tatsächlich nur bewusst 2 Seminare besucht. Das waren von Tobi, Masterclass of Personality und PSU. Ja. Und danach war ich fertig. Also es geht ja darum, lediglich das, was du mitnimmst, gerade in dem Moment, wo du deine Verwandlung hast, sage ich mal, musst du umsetzen. Du musst alles umsetzen. Was du lernst, musst du umsetzen. Sonst, Erfolgsformel ist umsetzen. Heute sogar höre ich immer wieder, ja, ich weiß, aber hast du das umgesetzt? Hast du das ausprobiert? Hast du mal geguckt, ob das wirklich funktioniert? Als der Tobi mir gesagt hat, oder viele andere, Christian Bischoff macht das ja auch sehr toll, der sagte, bis dein Kopf das akzeptiert, steh jeden Morgen auf und geh einfach vorm Spiegel und sag, ich bin es wert, ja, und ich gebe heute 100%, heute wird ein toller Tag. Glaub es mir, ich spreche aus Erfahrung, ich habe es gemacht. Ich bin jeden Morgen aufgestanden. Manchmal war das mühsam und zu denken, ja, okay, bringt das was? Ne? So. Und ich habe wirklich selbst ausprobiert. Alles, was man mir gesagt hat und die guten Sachen, die funktionieren, habe ich für mich eingeeignet. Deshalb stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ich kümmere mich um die Gönnel, die ich jahrelang vergessen hatte. Ich stehe um 5 Uhr auf, mache meinen Sport, ernähre mich gut, meditiere ein bisschen. Um 8:30, 9 stehe ich dann vor meinem Bildschirm und fange an zu arbeiten. Und danach mache ich mittags wieder ein bisschen Pause, esse was und danach arbeite ich ja mal wieder. Also wir müssen auf unser Körper und auf unser Geist hören. Mhm. Wenn wir auf unseren Körper nicht hören, dann kann das sein, dass wir wieder Burnout haben oder dass ich wieder Burnout bekomme. Von daher, wenn mein Körper mir sagt, du brauchst jetzt Schlaf, dann schlafe ich wirklich. Früher habe ich das verdrängt und ich so, nee, ich muss jetzt zum nächsten Termin, ich muss jetzt das machen, du musst gar nichts. Heute sage ich zum Beispiel auch Stopp, wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich nicht mehr will, dann sage ich auch Stopp. Wenn du nämlich Stopp sagst, wenn du Nein sagst, sagst auch Ja zu dir. Mhm. Du kannst dich auch das Ganze abgrenzen und sagen, ich nehme nur die Aufträge an, die mir Spaß machen. Das Leben soll ja auch als erster Stelle Spaß machen. Wir müssen an dem, was wir machen, Spaß daran haben. Ansonsten kommt kein Erfolg zustande. Auf jeden Fall nachhaltig und langfristig nicht. Mhm. Ich liebe meinen Job, was ich jetzt gerade mache. Ich setze einiges um. Ich arbeite an meiner Persönlichkeit jeden Tag, weil Erfolg ist eine Einstellung. Wenn du dich darauf einstellst und sagst, ich bin ein erfolgreicher Mensch und ich werde dafür alles geben, auch für mich, auch für meine Träume 100% geben. Und wenn du daran arbeitest, glaub mir, es ist nicht schwierig. Du kannst das in einem Jahr schaffen, in 2 Jahren schaffen. Als ich dann zurück aus der PSU war, zu Hause, habe mir alles aufgeschrieben. Wer bin ich? Was bin ich? Wohin führt meine Reise mich hin? Was ist mein Warum? Warum soll ich machen? Ich meine, ich habe Entscheidungen getroffen, wirklich, die mich davor bewahrt haben, mich zu verlieren. Ja, ich habe immer Entscheidungen getroffen. Jeden Morgen treffe ich auch wieder neue Entscheidungen. Ich sage, okay, ich stehe heute auf, ich entscheide mich für glücklich sein, ich spreche meine Dankbarkeit aus für das Ganze, dass ich heute gesund bin, weil ich war bis vor 2 Jahren nicht gesund. Ich habe nicht so viel gegessen, ich habe nur geschlafen und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht mehr bin.
Und da fange ich dann an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ich hab genau Ziele aufgeschrieben und immer alle abgehakt. Okay, das hast du geschafft, sehr gut. Die nächste, das nächste, was kommt jetzt? Ich habe mich sichtbar gemacht. Ich brenne für das, was ich mache. Und ich finde es toll, wenn Menschen das fühlen, was ich liebe. Ja, lass einfach die Menschen spüren, wenn du eine Botschaft hast, wenn du dein Warum entdeckt hast und eine Botschaft hast, dann bringt das einfach in die Welt. Wenn du, ich sag immer wieder, ich muss nicht Millionen erreichen. Ich bin so glücklich dafür, dass ich so viele Menschen inspirieren darf. Aber wenn du einen Menschen erreichst, jeden Tag einen Menschen erreichst, um einfach mal für Bewusstsein bringen, das reicht schon aus. Weil aus dieser einen Mensch wird zwei Menschen, drei, vier, fünf und wir vermehren uns. Und ich kann wirklich mal vielen Frauen raten. Ich habe ja sehr viele Frauenorganisationen unterstützt, unterstütze sehr, sehr gerne. Aber ich merke immer wieder den Unterschied zwischen den Männern. Unter Frauen gibt es diese gewisse Hass, ich weiß es nicht. Also dieses ja. Nicht-Kennen, klein machen. Genau, ja, klein machen. Nicht unterstützen gegenseitig. Sprich weiter, weil ich weiß genau, was du sagen wirst und ich kann nur sagen, Haken dahinter. Ganz genau. Also ich unterstütze super gerne. Also ich bin ja auch Erfolgsmentorin. Ich habe mir wirklich zur Berufung gemacht, dass ich Menschen groß mache. Ich mache Menschen groß. Ich liebe es, wenn Menschen groß sind, wenn ich einen Teil dazu beitragen kann. Sehr gerne. Aber ich sehe immer wieder Menschen, die versuchen, sich gegenseitig klein zu machen, klein zu halten, gerade bei Frauen. Ich wurde nämlich letztens bei einem Frauenorganisation, nenne jetzt keinen Namen. Ich hatte sehr viel diese Organisation unterstützt, sehr viel für die gemacht, sehr viel Werbung, sehr viel Promotion, alles bis mit allem, was ich hatte, ne, oder habe, habe diese Organisation unterstützt. Und ich sollte mal für 5 oder 10 Minuten auf die Bühne gehen und da kriege ich von einer Moderatorin, meine Anmoderation war, als wäre ich eine 20-jährige Influencerin. Obwohl ich meine Anmoderation angereicht habe mit dem Titeln, was ich bisher geleistet hatte. Und das ist mir schon mal zweimal bei dieser Organisation passiert. Und da ich ja meine Werte ausgearbeitet habe, für mich ist Wertschätzung ganz, ganz, ganz weit oben. Und wenn ich in meinem Wertesystem viele Sachen nicht erkenne oder wiederfinde, trenne ich mich sofort von solchen Menschen oder Organisationen, egal wer das ist, weil die Werte machen ja uns aus. Absolut. Und viele Frauen unterdrücken sich, unterstützen sich nicht gegenseitig und guck dir mal die ganzen Speakerbühnen an, ganze große Veranstaltungen sind nur mit Männern, warum? Weil Frauen haben Angst, nach vorne zu gehen, Frauen haben Angst, sich sichtbar zu machen, Frauen, obwohl ja eigentlich sehr gute Speaker und Frauen unterwegs sind, ne? Also es gibt ja sehr viele Frauen, die wirklich sehr gut sind, die eigentlich auch auf die Bühne gehören, aber irgendwas fehlt bei denen, weil die einfach in ihrer Persönlichkeit noch nicht so reif sind, dass sie sich einfach gegenseitig groß machen. Und das fühlen die Menschen, das fühlen auch die Veranstalter. Ganz, ganz wichtig, wenn du Speakerin bist oder ich weiß nicht, hören das nur Frauen, dein Podcast? Nee, es gibt auch, ich habe auch ein paar Männer, aber nichts. Okay. Aber es heißt ja die Löwin, von daher sind schon eher Frauen und ich habe auch viele, die immer wieder diese Frage stellen. Deswegen ist das, was mich, wo sind sie? Und wie kriegen wir die da rein? Also was ist dein Tipp? Die sind da. Das Ding ist, guck mal, als ich dann fertig war mit meiner Ausbildung von Tobias Beck, ich habe alle Veranstalter angerufen. Ich hatte kein Ego, ja, ich war ja TV-Moderatorin und bekannte Gesicht, aber ich habe gesagt, nein, ich muss jetzt wieder von null anfangen und ich bin mir nicht zu schade, ich rufe jetzt sie alle an, weil die kennen mich nicht, die wissen nicht, die können nicht auf mich zukommen, also das heißt, ich muss mich bekannt machen bei denen. Ich habe sie alle angerufen, habe gesagt, ich bin Gönnel und ich hatte Burnout, ich habe angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Und ich habe ganz genau durch das Telefon gemerkt, dass die wirklich mal nicht verstanden haben, dass die wirklich mal das gefühlt haben, was ich fühle. Und so habe ich immer meine Bühnen bekommen. Also wenn du
Thaddäus Koroma hat zu mir gesagt einmal, weil ich hier unbedingt auf seine Bühne wollte, der hat nämlich so eine tolle Bühne, die brennen da, ne? Also es ist ja wirklich mit voller Energie diese Bühne. Und ich habe mich mit ihm getroffen und er sagte zu mir, Gönel, hast du Ängste? Ich so, ja, ich habe einige Ängste. Das größte ist die Höhenangst. Und er sagte zu mir, ich kann dir einen Tipp geben, Gönel. Es sind sehr viele Speakerinnen unterwegs, die sehr viel reden, aber die nicht das sind, was sie von sich geben. Ja? Und von daher sei die Person auch auf der Bühne oder in deinem Leben die Person, die du von dir gibst. Ja, ich so, okay, das ist schon richtig. Und dann sagt er jetzt, du hast Angst, wie willst du auf die Bühne gehen, über Mut sprechen, wenn du selbst Angst hast? Ich so, okay. Und dann hat er mir, Angebot gemacht, ob ich bereit wäre, einen Tandemsprung zu machen, obwohl ich tödlich so eine Todangst habe, ja. Ich musste auch mutig sein, habe mir direkt gebucht, war beim Tandemsprung am Flugplatz angekommen. Wirklich fing mein ganzer Körper an zu kribbeln. Die Tränen stiegen mir in die Augen im Flugzeug und es war soweit. Ich bin gesprungen und die ganze Last fiel von mir und gab die Kontrolle ab. Ich fing wirklich aus vollem Halse zu schreien und ich habe wirklich mich gefreut wie ein Kind und ich fing an dann wie ein Kind zu strampeln. Und ich guckte herunter, wirklich hatte keine Angst mehr. Und diese Metapher habe ich immer im Kopf, wenn ich neue Entscheidungen treffen muss. Also, dieser ganze Flug nach oben hat 15 Minuten gedauert. Und diese 15 Minuten, meine Kopfstimme, was mir alles gesagt hat, spring nicht, mach das nicht, das ist nicht gut, ja, du kannst sterben, was ist, wenn der Fallschirm nicht aufgeht und alles Mögliche, ist so, okay, ich hatte mir so selbst Angst gemacht, dass ich gesagt habe, nö, ich springe nicht, wir können wieder runter. Und dann sagte mein Trainer zu mir, was machst du beruflich, Gönül? Ich so, ja, ich bin Keynote-Speakerin, ich motiviere Menschen. Und dann sagte er zu mir, was würdest du jetzt jemanden, der hier genauso Angst hat wie du, raten, um zu springen? Ich so, okay, jetzt hat er mich, jetzt muss ich da durch. Ich habe gesagt, Sekundenentscheidung war das. Ich habe gesagt, ich muss jetzt durch die Angst durch und ich entscheide mich für mein Wachstum. Habe mich entschieden, ich bin gesprungen, ich kam unten an, hatte Gewinnerpose. Ich habe gesagt, yeah, das Leben, ab jetzt feiere ich. Und immer wenn ich Entscheidungen treffe, sage ich, weißt du was, dein schwierigster und gefährlichster Moment war oben. Und du hast die Entscheidung getroffen, ja. Und du bist unten gekommen und warst Gewinner. Also das heißt, wenn ich heute mich entscheide für neues Geschäft oder für Träge unterschreiben oder irgendwie für ein Wachstum, egal was passiert, sage ich, was kann dir passieren, Gönül? Geh es ein, wenn du dein Herz, wenn dein Herz und wenn dein Bauchgefühl dir sagt, es hört sich gut an, dann probier es. Wenn es nicht klappt, kann auch mal passieren, ja? Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, dann probier es nochmal. Dann stehst du auf und probierst du, bis es klappt. Aber nicht aufgeben, niemals Träume aufgeben. Das ist für mich eine Metapher, das ist hier im Kopf drin. Und zweite ist, als ich jeden Morgen aufgestanden bin, um zu laufen, ich habe mir immer Ziele gesetzt, immer. Ich habe gesagt, heute laufe ich 2 Kilometer, morgen 3, 4, 5. Ich habe mich immer gesteigert. Immer kurz davor, ja, so 1 Kilometer oder 1/2 Kilometer davor, ich so, oh nein, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Ne? So denkt man immer wieder. Kurz davor hat man keinen Puste mehr und will man aufhören. Und da habe ich immer Rocky-Musik mir angehört. Eyes of the Tiger, da habe ich wirklich, ich habe mich gefühlt wie in dem Film, so wie Rocky, ja, Sylvester Stallone. Ich habe gesagt, ja, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich habe das wirklich geschafft, tatsächlich. Immer wenn ich mir Ziele einsetze, dann denke ich an beide Momente, sage, okay, Gönel, es ist eigentlich nicht schwierig. Es ist nur deine Einstellung und dein Wunsch, um erfolgreich zu sein und deine Ziele zu erreichen. Du kannst alles erreichen. Alles. Ja. Alles, was du dir wünschst, kannst du dir erreichen. Es ist wirklich, es gibt nichts Unmögliches. Und das sind so Sprüche. Hättest du mir die vor 3, 4 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, ist klar, so dieser ganze Esoterik-Quatsch, weil ich da selber überhaupt nicht dran geglaubt habe. Und es ist so mächtig, was passiert, wenn du anfängst, deine Gedanken zu verändern. Und ich glaube, das kommt jetzt gerade erst so in Deutschland ein bisschen durch. Ich habe auch die ersten Mindset-Bücher, habe ich gedacht, so, ja, ihr ist klar, ich kann träumen und es wird wahr. Und seit
sagen wir mal, im halben Jahr habe ich mir Ziele gesetzt und die sind jetzt schon passiert, wo ich manchmal sprachlos davor sitze und denke so, holy shit, okay, was kann ich als nächstes träumen? Wie bekloppt kann es noch werden? So, und ich meine, allein, dass ich mit dir spreche, ist auch so ein Ding, die meisten sagen, wie kriegst du die ganzen tollen Powerfrauen in deinen Podcast? Das könnte ich gar nicht. Ich gehe mit offenem Herz auf die zu und lade die ein. Weil es mir eine große Ehre und Freude ist. Und genau das, was du sagst, Frauen trauen sich einfach viel zu wenig zu. Das heißt, du hast ganz konkret Schritte gemacht. Erstens, was du gesagt hast, wollte ich noch darauf eingehen, du bist nicht auf 1000 Seminare gerannt. Ich glaube, das ist so was Großes. Viele rennen dann jedem Seminarguru hinterher. Da wird so ein bisschen was Sektenmäßiges draus. Ich finde auch, mach ein Gutes. Aber was machst du dann damit? Was setzt du um von dem, was du selber bereit bist, in dich selbst zu investieren? Und das Zweite ist halt auch einfach in die Aktion zu gehen. Das heißt, du hast Leute konkret direkt angesprochen und angeschrieben. Wenn jetzt jemand da draußen zuhört, ich gehöre auch dazu, weil ich bin jetzt auch schon total motiviert, meinen nächsten Step zu gehen. Wenn jemand noch davor ist und sagt, boah, ich traue mich gar nicht überhaupt, diesen Schritt zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Was gibt es noch für einen mutigen Schritt, was jemand ganz konkret vielleicht jetzt gerade tun kann, der zuhört, zu sagen, ich fange heute an, in die Veränderung zu gehen? Also, ich habe ein Buch geschrieben mit 18 weiteren Autoren. Mein Buch heißt Durchbruch durch Veränderung. Also, ich habe mich verändert und da habe ich meinen Durchbruch erlebt. Wenn du dir heute Entscheidungen triffst, egal auch was das ist, weiß ich ja nicht, ne, um deine Träume zu verwirklichen, laufe sie hinterher. Und dieses Sichtbarkeit macht sehr vielen Angst. Dieses Sichtbarkeit macht ihnen, die kommen irgendwie damit immer noch nicht so klar. Und deshalb hat sich auch mein Programm entwickelt, weil ich gesehen habe, so tolle Frauen, tolle Menschen, die haben wirklich sehr gute Fähigkeiten und die kommen aber nicht weiter. Das heißt, ein gutes Produkt reicht heute leider nicht aus, um bekannt zu sein oder um sichtbar zu sein. Um sichtbar zu sein, geht das zum Beispiel heute durch die Digitalisierung. Haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, schieß mich tot. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten heute, dich auch selbst bekannt zu machen. Also sei selbst die Marke und mach dich bekannt. Heute durch die Digitalisierung so viele Möglichkeiten. Du kannst dich selbst davon zeigen. Früher erinnere ich mich noch vom Fernsehen. Ich musste dafür wirklich ziemlich viel kämpfen, also ins Fernsehen zu kommen. Ja? Und das war unmöglich. Und jeder Zweite heute kann sich, jeder kann sich heute sichtbar machen und bekannt zu machen. Und das Ganze kannst du denn für dein Business nutzen. Ich zum Beispiel, klar, sehr viele Veranstalter haben sich auch für mein Thema interessiert, haben sich für meine Geschichte interessiert, aber was die vor allen Dingen interessiert waren, an meine Reichweite und an meinen natürlich, dass ich die auch unterstützen kann, um auch Bekanntheitsgrad zu größer machen und dass ich die auch beim Promotion unterstützen kann. So, deshalb ist das sehr, sehr, sehr wichtig, dass man auch die Community aufbaut, dass man auch die Reichweite erhöht, dass man auch sichtbar wird. Und natürlich, wenn du sichtbar bist, wenn du gewisse Sichtbarkeit und Reichweite hast, erreichst du auch deine Kunden und deine Kunden bringen dir auch letztendlich auch dein Umsatz. Und von daher ist das sehr, sehr wichtig, dass du dich traust, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und in die Öffentlichkeit zu gehen, bringt auch Angst mit. Auch das kenne ich. Ich bekomme immer diese Frage gestellt. Ja, es gibt ja bestimmt Hater von rechts und von links und so weiter. Sage ich ja, die gibt es auf jeden Fall. Die alte Gönnel hätte darauf ganz anders reagiert. Ich wäre auch auf die zugegangen und heute sage ich oder mache eher Empathie und sage, wer von sich was Negatives von sich gibt, dann stimmt bei demjenigen was nicht. Also Neid kommt ja von unten nach oben. Also ich hab's gerade aufgeschrieben, Hate kommt immer von unten. Ja, genau so. Die Frage ist, die Sichtbarkeit, gibt es ein paar Tipps, die gut sind für Sichtbarkeit? Und gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, das sind aber trotzdem No-Gos? Also auch, ich finde, Social Media hat ja eine bestimmte Professionalität, gerade wenn du als Personal Brand rausgehst. Was ist deine Erfahrung? Was ist gut? Und was kannst du auch mal vermeiden oder lassen, damit du auch besser wahrgenommen wirst?
Das ist ja von jedem individuell abhängig, ne? Je nachdem, was für eine Zielgruppe du hast, die du bedienst oder bedienen möchtest. Bevor du überhaupt beim Instagram anfängst oder egal bei Social Media Kanälen, ist egal welcher das ist, erstmal überlegen, was möchtest du damit erreichen? Was sind deine Ziele? Mhm. Ja, wenn du das ganz genau für dich aufgeschrieben hast, was deine eigenen Ziele, Wünsche, ist das umsetzbar? Möchtest du das wirklich mal langfristig auch das Ganze machen? Weil heutzutage sage ich immer wieder auch zu meinen Teilnehmern, Followeranzahl ist uninteressant. Also das ist jetzt nicht wichtig, wie viele Menschen dir folgen. Das Wichtigste ist, du kannst das ja nämlich kontrollieren, wie viel Reichweite du hast. Ja, eine Reichweite ist entscheidende, weil es gibt sehr viele Menschen, die folgen dir und haben aber keine Interaktion. Also bringen dir keine Interaktion. Die kommentieren nicht, die liken nicht. Das Wichtigste ist für dich, wenn du dich entscheidest und sagst, ich möchte gerne eine Community aufbauen beim Instagram, einfach deine Ziele definieren, deine Zielgruppe definieren, weil viele kennen ihre Zielgruppe nicht und deinen Kundenavatar richtig ausarbeiten. Das kann ich wirklich ans Herz legen. Da fängt das ja nämlich schon an. Wenn du deine Zielgruppe ausgearbeitet hast und weißt, dein Kundenavatar steht fest und du möchtest genau diese Menschen ansprechen, dann musst du natürlich an deinem Content arbeiten, an deinem Bilde arbeiten. Was für eine Kommunikationsstrategie musst du aufbauen, weil diese Strategie ist super, super wichtig. Das wird dich auch zu deinem Erfolg führen. Das ist jetzt nicht so eine kurzfristige Arbeit. Es braucht Zeit, bis das erntet. Deshalb muss man jeden Tag am Ball bleiben und das Ganze aufzubauen. Weil diese Vertrauen muss auch zwischen den Communities oder zwischen den Followern aufgebaut werden. Wenn du heute, ich habe heute wieder ein Posting gemacht, weil viele denken, ich muss bei jedem Post verkaufen. Klar, verkaufen ist sehr gut. Wenn du was hast, was für mich nützlich ist, es wäre doch nicht gut, wenn du mir das nicht anbietest. Also, wenn ich was brauche oder wenn du eine gute Fähigkeit hast, ein gutes Produkt hast oder gute Dienstleistungen, biete es an. Es ist nicht schön, wenn du das nicht anbietest, ja. Aber biete das nicht so an, dass du jeden Tag, dass die Menschen kotzen, dass die Menschen halt dann sagen, wow, wieder, ja. Viele müssen lernen, verkaufen, ohne zu verkaufen, ja. Deshalb sage ich, Storytelling ist sehr gut. Mit Storytelling verschaffst du, dass deine Kunden sich emotional mit deinem Unternehmen identifizieren. Und weil Menschen kaufen von Menschen, denen sie vertrauen. Also verschaffe emotionale Bindung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es gibt Menschen, die mir jeden Tag Briefe schreiben, glaub mir jeden Tag so viele Nachrichten. Und ich finde das großartig, dass sie sich bei mir bedanken, dass sie sagen, Günnel, durch deinen Content oder durch diesen Tipp und so weiter, es hat mich so weit gebracht. Also, was bietest du an dem Mehrwert? Ne? Also bei deinem Content geht es nie um dich. Es geht um den anderen. Was haben andere für Probleme? Und denke drüber nach, was deine Zielgruppe für Probleme haben und löse das bei deinem Content auf. Glaub mir, dann bleibst du im Gespräch, dann bleiben auch die Followers bei dir und dann hast du auch Community, die dir folgen, einfach mal wegen diesem Mehrwert. Denke darüber nach, was haben die davon, wenn sie dir folgen? Ist ja ganz wichtig, was habe ich denn, wenn ich dir folge? Ne? Und immer positiv bleiben, weil Positives zieht Positives an. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, ich habe gerade ungefähr eine Trilliarde Ideen, wie ich das umsetzen kann. Du bist so gut, ich habe gerade schon so viel gelernt. Es ist so geil. Dann habe ich alles richtig gemacht. So gut, und das ist immer, da möchte ich auch immer nochmal Chapeau an dich sagen, weil hinter sowas steckt wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Wissen und wahnsinnig viel Strategie und Know-how. Und da kann ich verstehen, dass die Frustration groß ist, wenn man so als kleine Influencerin angekündigt wird. Weil wer das mal umgesetzt hat, wer eine starke Community hat, wer sich jeden Tag 2 Stunden hinsetzt und mit Leuten kommuniziert, weil das tolle Leute sind,
Da möchte ich hinter jedem Follower, also steckt doch ein echter Mensch. Ja. Das sind echte Menschen. Ja. Das sind echte Menschen mit Gefühlen, ja, mit Emotionen, mit Wünschen, mit Zielen, mit Träumen. Und auch da müssen wir nett sein. Ich sehe immer wieder Menschen, die versuchen durch falsche Accounts, durch Fakes und so weiter andere anzumachen. Nein, da sind echte Menschen. Bitte, 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 ihr Lieben, seid auch mal in digitalen Welt nett zueinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Dahinter steckt ein echter Mensch. Und wie gehst du im echten Leben mit Menschen um? Genauso solltest du auch beim Instagram mit Menschen umgehen. Immer nett sein. Also durch nett sein ist, es hat keiner gelitten, sage ich mal, und verlierst auch nichts. Ach, Ewe, ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden reden, aber dann ist ja irgendwann so. Das ist gar kein Problem. Also ich habe auch Lust, ein paar Tipps zu geben an deinen Zuhörern, weil es ist ganz, ganz wichtig. Das mache ich sehr gerne von mir aus, weil viele denken, Instagram ist so nebenbei gemacht oder so. Es ist leider nicht so. Das ist wirklich kein Kinderspielplatz. Da muss man echt eine klare Strategieplan haben. Wie gehst du damit um? Oder was möchtest du bewegen? Was möchtest du machen? Meine Kunden kommen 80% von Instagram. Die sprechen mich über Instagram an. Also wenn ich damit Geld verdienen kann, dann könnt ihr auch. Damit kann man wirklich erfolgreich werden. Ich habe gestern einen Post gewesen beim Facebook. Ich konnte mich dann nicht zurückhalten, natürlich wie immer. Da sagte eine Frau, dein Tempo bestimmst du selber, so ähnlich wie du kannst auch Schneckentempo machen. Das finde ich großartig. Jeder bestimmt sein Tempo selber, aber jemanden verwirren, weil sie sagte, du brauchst keinen Strategieplan, du brauchst keinen Marketingplan, mach das so und du kommst zu deinem Ziel. Mhm. Was für ein Bullshit. Ich konnte das wirklich nicht sehen. Ich habe gesagt, jetzt muss ich da was schreiben, weil als Coach bist du dafür verantwortlich, die Menschen in richtige Richtung zu lenken. Du kannst doch die Menschen hier nicht verwirren und sagen von dir aus hier, okay, versuch mal, sag, was dein Bauchgefühl dir sagt. Klar sollten wir uns auf jeden Fall vom Bauchgefühl entscheiden und alles Mögliche. Wie gesagt, ein tolles Produkt, heute leider bei diesem Haifischbeckengeschäft nicht, reicht alleine nicht aus. Du brauchst einen Strategieplan, du brauchst einen Marketingplan, du brauchst das Ganze und dann musst du auch das Ganze durchziehen. Ansonsten geht das verloren und wir können nicht, ich trage die Verantwortung dafür. Wenn ich sowas sehe, kann ich nicht lesen, kann auch ohne, dass ich irgendwas sage, einfach da still bleiben. Ne? Ich trage Verantwortung gegenüber meiner Community und ich trage auch Verantwortung gegenüber den anderen Menschen, dass ich die richtige Richtung gebe. So wie hier, wenn ich sage, bitte Strategieplan, werde klar, was du möchtest, deine Zielgruppe definieren, deinen Kundenavatar definieren. Ansonsten kannst du versuchen und es wird nichts. Warum sollten wir die Zeit nicht verkürzen? Ich habe das ja auch probiert. Lerne aus meinen Fehlern. Ich habe 3 Jahre aufgebaut, diese Instagram-Account. Ich habe alles probiert. Hast du Zeit, diesen Weg nochmal zu gehen, nochmal 2, 3 Jahre einfach mal gucken? Okay, ich probiere mal sehr vieles aus. Nein, also von daher, bitte, bitte, liebe Frauen, die uns zuhören, es ist ganz, ganz wichtig, einfach mal die Zielgruppe zu definieren und die mit zielorientierter Content einfach mal anzusprechen. Die Kunden kommen von alleine. Du musst nur dein Content vorher planen, dann wirst du auch erfolgreich sein. Es ist ganz einfach. Und was ich immer sage, du musst das nicht alleine schaffen. Das ist ein riesiges Problem, dass Frauen sich keine Coaches und Mentoren nehmen. In dem Moment, wo ich angefangen habe, ich bin so ein kreativer Typ, in dem Moment, wo ich mir einen Coach genommen habe, die mich zur Strategie geknebelt hat, wurde ich gut, weil mir das gefehlt hat. Ich kam gar nicht, ich bin zu 100% Delfin. Wer das nicht kennt, guckt bei Tobias Beck. Also wirklich so die ganze Zeit so, boing, boing, ich brauche keine Strategie, organischer Wachstum, Bullshit. Und das ist das, ich merke immer, auch jetzt gerade, Frauen sind noch nicht bereit, in sich selbst zu investieren, in ihr Coaching, in ihr Aufbau, Sachen auszusourcen. Weil die Ego-Probleme haben. Weißt du, mach es nicht selbst. Such dir einen geilen Fotografen für Fotos, such dir jemanden, der ein gutes Logo entwirft. Ich habe jemanden, der meine Texte korrigiert. Warum? Weil meine Rechtschreibung zu immer falsch ist. Auch das ist nicht schlimm.
Auch das ist nicht schlimm. Es muss auch nicht perfekt sein, ne? Ich mache auch sehr viel Fehler. Es geht ja lediglich darum, um authentisch zu sein. Bei Instagram kannst du dir erlauben, auch so authentisch zu sein, ne? Ich finde das gut, dass du das machst, dass du jemanden hast, dass du dein Team hast. Aber es muss nicht immer perfekt sein. Es kann auch so authentisch sein, wie du es schreibst. Auch mit Fehlern ist es auch nicht schlimm. Ja, ich mache jetzt immer erst für meine Newsletter und so. Also ich bin froh, Sie hilft mir und sie lernt dabei auch. Und ich finde das toll. Ich nehme sie so ein bisschen mit als Mentorin mit auf die Reise. Da sagte jetzt auch eine Kollegin zu mir, da musst du aber aufpassen, dass die sich nicht deine ganzen Tricks abguckt und besser wird als du. Wo ich mir dachte, das ist der Sinn und Zweck. Es ist mein Job, sie groß zu machen. Wenn sie besser wird, habe ich irgendwas geil. Also diese auch Menschen mitzunehmen in dem Prozess und zu unterstützen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist so geil, kann man mit dir zusammenarbeiten? Bietest du irgendwie Produkte an, Schulungen, damit jemand genau diese Tipps nochmal richtig verankern kann? Also ich habe ein Premium-Online-Programm entwickelt jetzt gerade. Also vor 2 Monaten habe ich das gelauncht. Ich biete 1 Stunde Strategiegespräch an, damit einfach mal die Menschen einfach mal Klarheit bekommen. Das ist ganz wichtig. Auch diese 1 Stunde, wenn jemand nicht das Programm annimmt oder wie auch immer, aus welchem Grund, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass die Teilnehmer, die am Telefon nur für Strategiegespräch da sind, dass die einfach Klarheit bekommen, wo die jetzt sind und was die machen können, was für Möglichkeiten alles gibt. Das biete ich gerne an. Ich bin jetzt gerade dabei, auch meinen Online-Kurs zu entwickeln. Wir sind diese Woche noch fertig, also nächste Woche werden wir das auch launchen. Also man kann mich über Instagram finden. Ich kann dir alles noch weiter, also Links, wenn du Links noch einbaust, kann ich dir alles noch schicken später. Dann kannst du das ja auch mal einbauen. Also man kann mich über digital, also über Instagram finden. Gönülpidiwan1, da könnt ihr mich gerne mal ansprechen. Viele schreiben mich an, tatsächlich, die wollen mit mir arbeiten, aber ich habe jetzt gerade im Moment nicht die Möglichkeit, sehr viele Plätze zu geben. Ich habe jetzt 4 Menschen, die mich unterstützen in meinem Team. Es wird natürlich größer werden, weil ich jetzt vor Weihnachten noch auf eine Roadshow-Tour gehe, bundesweit, und ich vorhabe, sehr viele jungen Menschen auch mal dieses Bewusstsein zu geben. Das ist mein Warum, weil in meiner Jugendzeit hatte ich nicht die Möglichkeit oder keiner hat mich richtig aufgeklärt. Und ich finde es schön, Jugendliche sind unsere Zukunft, Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir denen also dieses Bewusstsein geben, von heute, von jetzt, ist es besser. Es wird, die ganze Welt wird dann viel, viel schöner und einfacher, weil ich ja auch dieses Problem von Influencer, dieses Perfektsein oder dieses perfektes Leben darstellen und so weiter, keine Lust mehr habe, ehrlich gesagt. Das Leben ist nicht perfekt, muss auch nicht perfekt sein, aber es wird immer wieder falsch zum Ausdruck gebracht oder dieses Verkaufen, immer Verkaufen von irgendwelchen Produkten mit Mikroinfluencer, große Influencer und so weiter. Ich bin nicht gegen Verkaufen, um Gottes Willen, aber wir müssen Mehrwert liefern. Wir müssen einfach der Menschheit was zurückgeben. Wir müssen eine Botschaft rausbringen, dass wir einfach die Menschen zusammenbringen. Ja, dass wir also diesen Zusammenhalt, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Deshalb, ich danke wirklich meinem Begegnung zum Tobias Beck, dass ich wirklich dieses Bewusstsein bekommen habe. Ich war jetzt letzte Woche war ich beim Speechless. Ich habe diese Energie gespürt da. Das ist einfach so eine tolle Energie. Du siehst, dass die Menschen unterstützen sich gegenseitig. Und da kommt jemand zu dir, sagt, Gönül, ach, ich finde das cool. Kannst du mir da einen Tipp geben? Gebe ich super gerne natürlich. Dann, wenn es dir damit geholfen ist, super, super gerne. Deshalb für mich ist Miteinander also sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch so verstanden werden. Viele bekommen Angst und sagen, oh, ich kann sie nicht ansprechen oder aus welchem Grund auch immer, sage ich, nein, sprich mich an, egal wo ihr mich seht oder beim Instagram, beim Facebook, ist egal, sprich mich an und ich helfe, wo ich kann. Immer. Das mache ich sehr, sehr gerne, gerade bei Frauen, die sich nicht so viel trauen, nach vorne zu gehen oder obwohl die so viele so tolle Fähigkeiten haben. Ich finde das wirklich manchmal schade. Ich bin ein Mensch, ich gehe nach vorne,
Ich weiß, was ich will. Ich kenne meinen Wert. Und nächstes Jahr bin ich auf ganz, ganz große Bühnen. Sogar im November bin ich in der Frankfurt-Nähe, bin jetzt gerade vor 2 Wochen gebucht worden, für 3000 Teilnehmer. Ich freue mich, für 3000 Menschen zu sprechen. Und es ist toll. Und Digital Beat, Erfolgskongress, Thomas Klusmann hat mich angesprochen. Ich habe jetzt in einem Buch geschrieben, wo alle Top-Speaker wie Stefan Friedrich, Tobias Beck, Dirk Kräuter, Felix Tönnissen drin ist, da sind wir nur 2 Frauen, glaube ich, die mitgeschrieben haben. Ja. Ne, das ist schade. Das ist schade. Auch auf der Bühne dieses Jahr bei der Contra war gar keine Frau. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich möchte hier auf die Bühne gehen. Liebe Frauen da draußen, bitte, ihr habt die Möglichkeit, genauso wie ein Mann. Wir müssen nur die Männer oder die Veranstalter von uns überzeugen lassen oder überhaupt falsch ausgedrückt, dass die uns unsere Brennen, ne, fühlen, dass du einfach das mal vorzeigst. Glaub mir, dann funktioniert das. Man braucht da auch nicht so viel machen, auch nicht Reichweite. Lass die Leute spüren, dass deine Botschaft wirklich auch in die Welt getragen werden muss. Dann geht das auch ganz einfach. Trau dich einfach, sei mutig, geh nach vorne. Ach, geil. Ja, ich habe so Lust. Ja. Ich bin so gespannt. Ich meine, das ist, und jetzt nur mal so, wenn du zuhörst und sagst, boah, was für eine krasse Powerfrau. Es ist immer noch klar, der Samen ist früh gelegt, sie hat eine tolle Vita. Aber du schaffst das auch in einer kurzen Zeit, weil du hast ja auch gesagt, die PSU ist ungefähr ein Jahr her. Also wenn du anfängst, an dich zu glauben, sind unfassbar große Dinge da. Und es gibt viele tolle Frauen in der Community da draußen. Wir sind dafür da, uns gegenseitig groß zu machen. Meine Liebe, ich danke dir für dein Gespräch und für deine Zeit. Ich bin unglaublich gespannt, was kommt. Ich werde so viele von deinen Events mal mitnehmen, die hier in der Nähe sind. Wenn du sagst, du bist in Frankfurt, I will be there. Ja, lade ich dich gerne ein dazu. Sehr gerne, ich freue mich. Du kriegst ein Geschenk, ein Ticketgeschenk von mir. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich total. Und ich kann mir vorstellen, ganz viele sind inspiriert. Wir tun natürlich alle Links zu dir in die Shownotes, alles, was wir brauchen. Und ich kann von Herzen nur sagen, danke für deine Zeit. Das ist einfach nur großartig. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch zu letzt was sagen an die alle lieben Frauen, die uns zuhören. Alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist einfach eine Entscheidung zu treffen. Ja, einfach mal mutig sein, entscheide dich für Erfolg, habe ein Ziel, finde deinen Warum, positioniere dich richtig, visualisiere deine Vision, bring Durchhaltevermögen mit, bring Dankbarkeit mit. Dein Strategieplan ist sehr, sehr wichtig, dein Marketingplan ist sehr, sehr wichtig und glaube an dich. Alles, was du brauchst, liegt bereit in dir, habe einen Mentor, habe sehr viel Geduld, ja, ich habe 20 Jahre gebraucht, gekämpft, damit heute alles einfacher wird. Sei hartnäckig und liebe den Prozess und genieße es, dich neu zu entdecken. Überprüfe immer dein Geschäftsmodell, werde aktiv, nicht nur im Online-Bereich, sondern im Online-Bereich. Und erfolgreiche Menschen in aller Berufsgruppen lernen ihr Leben lang. Deshalb höre nie auf zu lernen. Wow, danke schön. Ganz viele werden jetzt wahrscheinlich empowered dich anklicken, sobald es online geht. Danke für deine Zeit. Sehr gerne, Simone. Vielen, vielen Dank. Was für ein unfassbar schönes Gespräch. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe noch eine halbe Stunde nach dieser Aufnahme mit Gülüm persönlich gesprochen und habe ganz viele Tipps und Tricks für mein eigenes Business mitgenommen und bin immer noch, ich sitze gerade jetzt hier an meinem Computer, bin immer noch total berührt. Es gibt so viele Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnimmst, dass ich sie gar nicht alle auflisten kann. Deswegen schau unbedingt in meinem Blog vorbei. Da kannst du dir das nochmal alles in Ruhe auch durchlesen. Ein paar der wichtigsten Sachen sind: Fang an, deine Geschichte zu erzählen, um Reichweite, um eine Community aufzubauen. Es geht nicht um die Anzahl der Follower, sondern es geht darum, dass du authentisch du bist, dass du sichtbar wirst und dass du als Frau in die Aktion kommst, dass du anfängst, deinen eigenen Erfolg für dich zu bestimmen. Ich nehme mir das zu Herzen. Ich freue mich riesig, wenn du
hier ganz kurz bei iTunes oder Spotify eine kurze Bewertung hinterlässt, 5 Sterne oder auch ein persönliches Kommentar, das hilft mir enorm weiter. Wenn du sagst, ich habe Interesse, mit dir, Simone, als Coach zu arbeiten, dann schreib mir über meine Homepage gerne persönliche Nachricht, ansonsten auch über Instagram oder Facebook, freue ich mich immer von dir zu hören. Jetzt ist die Stunde fast rum. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geduld und ich freue mich sehr, dich ganz bald persönlich zu sehen. An der Stelle bleib gesund und bleib glücklich.